Okay, das ist jetzt viel, viel zu dunkel. Ich werde einfach mal den Lichtschalter betätigen und wir schauen, was passiert. Zack. Oh. Hi, ich habe so Bock auf das Hausbau-Update und noch weitere Sachen hier zu machen. Das mit dem Leerrohr beispielsweise für die Steckdose in der Küche und die Leitungen durchziehen und die Sache mit dem Baustromverteiler der Steckdosenkombination, plus dass ich die ganzen Leuchten anbringen möchte in den einzelnen Räumen, wo die Decke jetzt da ist. Aber das Ding ist, mit dem Altbau hat auf jeden Fall Prio, weil ich da dem Kunden zugesagt habe. Des Weiteren bekomme ich noch weitere Anrufe, ob ich da Besichtigungen machen kann. Ja, sie wurden uns von der Deutschen Glasfaser empfohlen und so weiter, sagen die Kunden zu mir. Und ich kann schlecht Nein sagen und dann bin ich da 7 Stunden, Kabelkanäle anbringen, Besichtigung und überall und muss Tarek sagen, ja, heute bin ich da und bla. Deswegen ist richtig schade an der Stelle. Muss ich mir mal irgendwie angewöhnen, noch mal am Telefon zu sagen, nee, ich bin komplett ausgelastet, keine Termine mehr frei und so weiter. Das wäre eigentlich das Optimalste. Aber an der Stelle können wir kurz mal gucken, wie das hier weiterging. Obwohl ich heute auch nicht die Zeit jetzt habe, hier noch weiterzumachen. Auf jeden Fall sind die gerade dabei, die Gerüste an der Stelle hinzustellen. Einmal komplett rum, an der linken Seite vom Haus da hinten. Und da hinten haben wir ja schon gesehen. Jetzt sind sie auf jeden Fall hier halbwegs auch weitergekommen mit dem Gerüst, damit es bis nach oben geht. Da wird man bestimmt dann noch bis zum Obergeschoss hingucken können. Hier. Vom Prinzip her einfach die Füße kann man auch so schrauben, um die Höhe zu erreichen, damit das alles hier steht. Und sonst habe ich das eigentlich schon einmal gezeigt. So ist eigentlich relativ einfach, das zusammenzubauen. Hier an den Ecken beispielsweise auch mit diesen Verbindern, die da mit bei gewesen sind, verbinden, damit es nicht abhaut und sowas. Genau. Ah, jetzt muss man hier rüberspringen. Wollte ich noch mal von innen gucken. Ich dachte schon, ich habe hier was vergessen, aber nee, das ist nicht meiner. So, im Badezimmer haben sie keine punktuellen Pfeiler reingemacht. Hier haben sie auch nur das, was schon gewesen ist, die Böcke. Ah, doch, hier haben sie noch einen hingestellt, nachträglich, sehe ich gerade. Und dann hier mit so Schrauben fixiert, damit der nicht wegknickt und sowas. Was mit denen. Haben sie nur bei denen gemacht. Hier ist nochmal so ein punktueller, der nachträglich gekommen ist. Und bei denen haben sie mal Schrauben da reingemacht, ins Holz ein bisschen. So, Arbeitszimmer. Hier kann man sehen, da wo eben das, hier haben sie 2 Stück noch so hingemacht. Und da hinten. Und so wie es war eigentlich. Bloß erstmal waren hier weniger von den Pfeilern zur Stütze und jetzt sind noch ein paar dazugekommen. Hier sieht es irgendwie jetzt auch leerer aus, als ich es in Erinnerung habe. Aber trotzdem noch ein paar viele Pfeiler. Naja, muss man sich im Endeffekt vom Plan ablesen, in welcher Position wo welche hinkommen. Und dann macht man das. Dann liegt hier noch irgendwie so Metall. Sieht mir so ein bisschen aus wie Kantenschutz oder sowas. Weiß ich gerade nicht. Gehen gleich noch mal raus, schauen uns das noch mal so kurz an und dann gehen wir gleich nach hinten. Genau, und hier ist auch nicht wirklich viel anders geworden. Das ist jetzt der Stand, wo sie mit den Pfeilern auf jeden Fall fertig geworden sind, um die Betondecke zu stützen. Machen wir noch mal hier vom Gerüst, gehe ich mal kurz ein bisschen weiter zurück. Garage bleibt jetzt erstmal so liegen, wie es ist. Das machen sie hier im Haus dann auf jeden Fall weiter. So, endlich wieder ein Tag freigenommen, um hier beim Neubau ein bisschen weiterzukommen. Das Ding ist, wir sehen im Endeffekt, dass jetzt das Gerüst einmal komplett aufgestellt wurde. Wir haben hier die rechte Seite komplett, die Vorderseite. Ich weiß nur noch nicht, wie man da hochkommt, keine Ahnung. Aber hinten ist auch alles voll.
Das, was jetzt so richtig aufgefallen ist, dass oben die Bewehrungsgitter, die Stahlgitter hingelegt worden sind. Wir gehen kurz mal nach oben, um uns die Sache anzugucken, und dann mache ich das, was ich noch alles machen wollte an dem Tag. So sieht das Ganze hier an der Stelle aus. Ich stehe hier gerade im Eingangsbereich, oben auf einer Palette oben drauf. Und hier haben sie schon auf jeden Fall vollflächig alles hingelegt. Wenn ich komplett oben bin, weil ich sowieso gleich noch bohren muss, schauen wir uns das nochmal richtig an. Gucken dann hier auch den Sturz, beispielsweise überm Fenster mit den Bewehrungskörben und alles Mögliche. So, an der Stelle merkt man schon, es wäre hier viel schöner, wenn man Beleuchtung hätte und so weiter. Muss ich mich auf jeden Fall auch noch drum kümmern. Des Weiteren mega nett gewesen an der Stelle. Das Ding ist, wo ich Kabelkanäle angebracht habe beim Kunden, hatten sie das hier als Sperrmüll. Das ist ein fettes Leerrohr. Habe ich gedacht, kann ich auf jeden Fall nutzen für beispielsweise Starkstromleitungen für Wallbox oder sowas, wenn man 6 Quadrat durchzieht in die Garage. Unter der Erde ist ganz nice. Und ich fange jetzt hier erstmal an bei der Küche, wo die Decke abgehangen wird. Kann ich mir aussuchen, wo ich bohre. Erstmal das Loch vorbohren für die Steckdose der Dunstabzugshaube. Und die Leitung, die ziehe ich mir einfach auch in den Schalter rein, weil ich da gerade ein Loch habe und hier an den Stellen noch nicht richtig weiß, wie, was, wo und so weiter. Deswegen kann man von da dann den Strom beziehen von der Küche und dann ist gut. Ja, dann bohre ich da erstmal. So, und jetzt nach oben. Und dann ist gut mit einem größeren Bohrer. So, jetzt sind wir hier oben. Im Auto habe ich noch ein paar Leuchtstofflampen von meinem Onkel, die wir damals ausgebaut haben. Schauen wir mal, ob ich die heute auch noch montiert bekomme. Des Weiteren hier die ganzen Leitungen, die liegen auf jeden Fall noch schön drin. Ich habe da hinten auf jeden Fall auch noch genug Platz, um das nächste Leerrohr zu legen. Des Weiteren hier sieht man, wie die Stangen bis nach dahin gelegt worden sind, dann hier verrödelt an der Stelle beispielsweise und so dann überm Fenster, hier vom Arbeitszimmer einer Bewehrungskorb, sonst die Stahlmatten einfach so draufgelegt. Da waren ja schon die vorgefertigten Stähle drinne, wo man die Haken dran gemacht hat, wo die Betonplatten quasi angehoben worden sind und bei jedem Fenster einfach hier noch Bewehrungskörbe. Und Gitter überlappend und so weiter. Hier liegen auch noch ein paar mehr aufeinander, die noch nicht verarbeitet wurden oder übergeblieben sind. Naja, da hinten muss auf jeden Fall noch gelegt werden, sehe ich und so weiter. Sehen wir dann, wie das Gestalt annimmt. Hier das Fenster haben sie auch mit Bewehrungskorb fertig gemacht. Hier ein Bolzenschneider an der Stelle. Hier ein langes für die ganze Tür Bewehrungskorb. Hier bei der Küche auch zurechtgeschnitten und hier haben sie noch nicht weitergemacht. Hier ist auf jeden Fall noch leer, gerade da auch, wo ich das dann mit dem Loch bohren muss. Ich sehe nur gerade nicht das eine Loch, was ich gebohrt habe. Ach doch, jetzt hier, da ist es. Hier bohre ich auf jeden Fall dann noch mal durch und dann führe ich mir die Leitung auch da hinten hin. Muss ich jetzt selber gucken von der Leitungslänge, aber das wird schon. Ich kann mich hier ein bisschen rüber beugen am Fenster und reingucken, wie weit der runter guckt und so weiter. Hier liegen an der Seite noch ein paar und ich glaube, nee, hier haben wir keine Fenster an der Seite, außer da ganz hinten eben für Hauswirtschaftsraum. Aber hier haben sie auch schon einen Bewehrungskorb hingelegt und Badezimmer haben sie noch nicht, aber da kommt eventuell auch noch Bewehrungskorb hin. Hier liegt das ein bisschen überlappend, ist halt noch im Arbeitsprozess gerade. Ganz interessant ist auch, kann ich währenddessen ja auch noch mal ein bisschen erzählen. Ich habe mit Paul darüber geredet, wie wir das im Endeffekt mit der Garage machen. Und wir machen das so, dass wir da beispielsweise eine 10 Quadrat Steigleitung oder eine 6 Quadrat, aber ich glaube eher 10 Quadrat nehmen wir, von hier oben beispielsweise aus in die Garage gehen und uns da ein extra Aufputz- oder Unterputzverteiler, eine kleine Unterverteilung einbauen für Garage und Abstellraum und Wallbox und so weiter. Ihm ist egal,
ob das Auf- oder Unterputz ist. Unterputz sieht natürlich immer schöner aus. Aufputz hat man natürlich die Möglichkeiten, noch Sachen nachzurüsten nach so und so vielen Jahren. Ah, jetzt kommt dann noch das hin und so weiter. Aber ihm ist prinzipiell egal, ob Unterputz oder Aufputz, weil Garage, sagt er auch so, ist halt so eine Sache, da kommt es nicht auf Schönheit an und so. Und Aufputzinstallation kann man auf jeden Fall auch schön machen, so ist ja nicht. So ist der auch drinne und schön im Loch. Und jetzt würde ich auch die Leitungen schon einführen. Das wäre das Beste, was ich jetzt an der Stelle erstmal machen kann, glaube ich. Und dann machen wir den ganzen anderen Rest, der bevorsteht. So, an der Stelle jetzt beispielsweise, hier habe ich auf jeden Fall die NIM-Leitung an der Stelle. Bisschen höher positioniert die Kamera, damit man alles sehen kann. Und hier habe ich jetzt Kabeleinzugssystem. Und ich schaue mal, eventuell ist das sogar der da oben, wenn ich glaube, der hier müsste der sein, damit wir direkt sehen, dass er auch da rauskommt, wo dieser Lampenauslass ist von Flur. Genau. Und jetzt schiebe ich ihn einfach hier rein. Ja, da ist er. Und da hänge ich jetzt mein Kabel ran und ziehe es wieder raus. Und dann schneide ich es da oben ab. Und hier lasse ich es ein bisschen raushängen aus dem Schutzrohr. Obwohl das Schutzrohr schon lang genug ist. Nur ein bisschen, aber ist okay. Naja, um den Knick hier ist ein bisschen schwierig für die Leitung. Ja, sonst kam ich auf jeden Fall. Jetzt hapert es nur an dem Knick da oben. Eventuell mit der Leiter das bisschen rausdrücken, damit Biegeradius ein bisschen offener ist. Okay, nice, jetzt habe ich ihn. Hier ist das eine Ende der Leitung und auf der anderen Seite das andere Ende. Muss auch nicht so auf Zug sein, ein bisschen reindrücken wieder und dann ist gut. Dann kann man sich das hier abmachen. Ja, ich kann kurz noch zeigen, wie ich das hier befestigt habe. Das ist komplett einfach an der Stelle, da habe ich erstmal abgemantelt, dann den Schutzleiter genommen. Hier durchgeführt, durch die eine Öffnung geknickt und die anderen beiden habe ich abgeschnitten und dann kann man ziehen und das passt auch. Den Rest an Leitungseinführung mache ich dann offscreen. Ja, ihr kennt den Leitungsweg und so weiter. Von einem hier geht noch ins Badezimmer, der andere kommt hier raus. Wohnzimmer kennt ihr alle. Ich beschrifte mir die hier unten direkt, dass ich hier hinschreibe Flurlampe 2. Dann weiß ich, das ist da, Lampe 1 ist hier und so weiter. Ja, offscreen, mal geht es eventuell gut. Andere Male muss man gucken, oben eventuell ein bisschen rausdrücken, damit der Knick nicht so heftig ist. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Also das Ding ist, diese Sache mit den Leitungen einführen in Leerrohre mache ich ja auch zum ersten Mal an der Stelle, muss ich dazu sagen. Und ich habe gerade festgestellt, mit ein bisschen Schwung geht es auf jeden Fall viel besser, wenn man ein bisschen ruckartig daran zieht und so weiter. Das ist echt gut. Hier kann ich jetzt Lampe WC hinschreiben.
Und ich habe mir auch so einen Eimer vorbereitet. Ist, wenn man solche Arbeiten macht, generell mit Abmanteln und so weiter und Abschneiden, dass man sich hier so einen Eimer nimmt und da alles an Resten reinschmeißt. Beispielsweise jetzt schneide ich hier an der Stelle ja auch dieses Reststück hier ab. Die PE-Ader, die ich da genutzt habe. Lampe muss ich mir nicht so lang lassen, da gehe ich immer mit der Leiter hin und schneide es mir ein bisschen weiter oben ab und so weiter. Und jetzt habe ich hier schon mal alle drei. Der ging richtig gut, WC ging gut, das war ein Vorführeffekt irgendwie, dass es da nicht so gut ging. Aber so ist das. So, nachdem ich jetzt die Lampenleitung hier einmal im Arbeitszimmer fertig gemacht habe, hier steht ja Lampe drauf und das ist ganz okay. Und hier habe ich die drei ja auch fertig. Kann ich ja gerade mal zeigen. Hier haben wir einmal Lampe WC. Das ist der Draht, der von da oben kommt. Dann haben wir hier Lampe 2, also Spots. Nicht zwei Spots, sondern Lampe 2, wo Spots hinkommen. Drei Stück oder keine Ahnung. Gucken wir im Endeffekt, wie viel da an der Ecke hinkommen. Und dann haben wir hier noch Lampe 1, Eingang. Und damit ist dann der gemeint. Aber irgendwie ziehen die Wolken so. Es ist ein bisschen dunkel so. Auf der Kamera kommt jetzt heller rüber, aber fürs Auge hier drin auch gerade ist so ein bisschen dunkel. Deswegen dachte ich, ey, sorgst du hier für Licht? Und dann kannst du auf jeden Fall später die Leitungen bei hellem ziehen, auch wenn es draußen übelst dunkel ist. Und das machen wir jetzt an der Stelle. Hier den einen habe ich auch reingekürzt, der hing ja ein bisschen länger. Hier haben wir ja insgesamt 4 Lampenleitungen. Das ist einmal Essbereich, dann noch Hauptbeleuchtung Wohnzimmer und die beiden, die hier rauskommen am Ende. Also einmal LED-Stripe und einmal Spots für die Abhängung am kompletten Rand. So, dann mache ich erstmal hier die Schalter-Steckdosen-Kombi auf jeden Fall fertig. So, jetzt habe ich hier flexibel drauf gemacht, L1, PE und den Neutralleiter. Das Gummi hier ist auf jeden Fall auch schön drin, kann sogar ein bisschen wieder rausgezogen werden. Genau, so ist gut. Und jetzt muss ich mir noch die Brücken machen. Also ich ziehe mir auf jeden Fall jetzt gleich die Leitung rein, dann lege ich Neutralleiter und Schutzleiter direkt drauf. Und die Phase brüche ich mir auf den Schalter, was dann im Endeffekt die Lampe im Endeffekt dann schaltet. Aber das mache ich jetzt mit Nimmleitung. Ist auf jeden Fall noch auf der Rolle. Ich schaue im Endeffekt dran, wie viel ich brauche bis zur ersten Lampe. Die wird hier im Hauswirtschaftsraum sein. So, hier unten haben wir auf jeden Fall die Phase, die nach oben kommt und die geschaltete zur Lampe. Hier drückt sich das auch nochmal schön rein, kann quasi gar nicht rausspringen, die Adern da. Bedeutet, dass die Steckdose auch schon eingebaut werden kann und danach machen wir den Schalter noch fertig und dann kann der auch rein. Okay, der schaltet. Hier hat man Steckdose. Leitung ist schön drin. Hier auch. Das ist echt gut geworden.
Irgendwie schaffe ich heute gar nicht alles, aber was sehr wichtig ist, wird jetzt sein der Schokostecker, also Schutzkontaktstecker, dass ich den hier mit dran bringe. Hier ist die Leitung, die ich mir vorbereitet habe. Lasse ich auch ruhig so lang, kann man hier unten hinlegen. Und ein bisschen soll der noch reingucken, kann man hier direkt ans Eck machen, genau, dass er hier so hoch kommt. So, nur noch die Schraube, der Stecker ist ordentlich konfektioniert, habe auch auf jeden Fall darauf geachtet, dass der Mantel auf der Zugentlastung drauf liegt, dass der Schutzleiter länger gelassen wird als der Neutralleiter und der Außenleiter, und ja, so wird es passen. So, dann würde ich vorschlagen, wir stecken den einmal hier rein. Und schauen, was passiert. Mache ich noch mit Kabelbinder fest auf jeden Fall. Oh, jetzt sieht man schon, wie dunkel das auf jeden Fall ist. Aber gut, dass die Laternen schon mal geschaltet sind hier bei uns in der Umgebung. Die sind echt nice. Hier sind die Leuchtstofflampen mit jeweils zwei Röhren, die ich dann in jeden Raum verbauen werde, beziehungsweise hier unten Wohnzimmer, Küche, Flur bestimmt so. Und jetzt habe ich schon, bin mal gespannt, ob das auch flackerfrei ist, weil ich habe die beste Lampe, die ich habe, für Hauswirtschaftsraum dran gemacht. Und probieren wir erstmal die Steckdose. Irgendwo habe ich doch ein Duspo liegen, muss ich mal kurz gucken. Okay, das ist jetzt viel zu dunkel. Ich werde einfach mal den Lichtschalter betätigen und wir schauen, was passiert. Zack. Oh, richtig schön homogenes Licht sehe ich hier auf der Kamera. Ohne Flackern. Man kann alles richtig gut sehen. Hier oben habe ich jetzt nämlich eine gute LED-Lampe positioniert. Da oben, also ich habe die so befestigt. Ich habe die Lüsterklemme genutzt, diese da genannten im Lieferumfang hatten, von so einer Hänge, von so einem Hängesockel. Aber ich werde da auf jeden Fall Vagus machen, wenn ich das dann zu den weiteren Räumen verbinde. Und sonst hier oben mit einer Schraube und einer, wie heißen die Teile? Krallenschelle oder so, irgendwie Kralle, Profilkralle oder so, damit festgemacht, damit das nicht runterfällt. Alles auf Provisorium. Einer hat schon gefragt, oder er hat gesagt, da bin ich ja mal gespannt, wie du Nagelschellen mit Schrauben fixieren möchtest. Aber das Ding ist, da bohrt man einfach ein Loch, macht einen Dübel rein, den Nagel von der Nagelschelle raus und dann mit einer Schraube. Und dann ist es auf jeden Fall hier auch richtig fest. Den kriegst du nur seitlich abgezogen und machst es dann quasi in der Form kaputt. Also so passt das auf jeden Fall. Genau. Und natürlich darauf achten, wenn man hier mit dem Spannungsprüfer, auf jeden Fall darauf achten, dass man, ist gerade ein bisschen fummelig mit einer Hand. Und wichtig ist bei der Geschichte auch, wenn wir hier 230 Volt messen, dass wir hier auf der rechten Prüfspitze die Phase drauf haben, da wo das Blitz leuchtet. Andersrum wäre ja doof. Ich habe jetzt hier rechts die Phase drauf gemacht, links Neutralleiter durchgeschliffen.
wenn man Stecker andersrum in die Steckdose stecken würde, dann wäre hier auf dem Neutralleiter Strom. Der Neutralleiter wäre geschaltet, nee, wäre dauerhaft. Ich glaube, das ginge auch. Bloß, dass man im Endeffekt den Neutralleiter und nicht die Phase schaltet oder sowas. Aber ich habe es jetzt so gemacht, darauf geachtet, LSL, NSN und so ist okay. Jetzt ist es so dunkel, dass ich die ganzen anderen Sachen auf jeden Fall nicht schaffe, die ich vorhatte. Ich muss hier auf jeden Fall übelst viel aufräumen. Hier ist alles noch dunkel, hier sind noch keine Lampen. Da muss ich dann halt von Raum zu Raum gehen mit der Lampe. Hier an der Tür vorbei und dann nach oben und sowas. Schade, aber wird urschnell dunkel mittlerweile. Also ich bin auf jeden Fall mega happy. Also ohne so Lampen an der Decke, sondern wenn man Baustrahler macht, hat man erstens scheiß Kabel unten auf dem Boden rumliegen, muss den Scheiß von Raum zu Raum herumschleppen. Des Weiteren hat man überall Schattenwürfe und so weiter. Na gut, hier jetzt auch von der Leiter und so weiter. Aber ist auf jeden Fall nicht so krank, wie wenn man frontal von hinten oder so angestrahlt wird von dem Baustrahler und so weiter. Also ich bin auf jeden Fall damit zufrieden. Was wollte ich sagen? Ja, das hier packen wir wahrscheinlich im nächsten Bauvlog aus. Da wollte ich ein bisschen was zeigen. Ach so, ich muss die eine Lampe noch reinbringen, bevor da irgendwas mit passiert. Ja, die werden zwar jetzt nicht so heftig hell werden, wie die, die ich jetzt installiert habe. Sind halt alte, olle Leuchtstofflampen, die aber eben noch Funktion haben. Und deswegen dachte ich auf dem Bau, besser als gar nichts, nehme ich mit, ne? Ja. Haben wir das auch einmal hier hingestellt? Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich nicht viel geschafft. Jetzt habe ich das hier fertig installiert. Hier mit Nagelschellen befestigt. Muss dann noch weitergemacht werden. Hier Kabeleinzugssystem, stimmt. War zwar keine Werbung und so weiter, aber verlinke ich auf jeden Fall in der Beschreibung. Und dann mache ich irgendwann hier weiter mit dem Kabeleinzugssystem. Ich wollte dazu noch sagen, wenn man mit dem Kabeleinzugssystem arbeitet und es irgendwie nicht kommt, versuchen immer stramm zu halten, das Rohr, wo ich will es jetzt nicht rausziehen. Ist das jetzt an der Seite draußen? Ne, ist immer noch drin. Aber wenn man da zieht, dann Rohr oder Schlauch, ja, Leerrohr stramm halten und das Kabel hier so rausziehen und so weiter. Also das geht auf jeden Fall schon ganz gut. Naja, dann würde ich an der Stelle sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.